Die Frage ist, wie liest man externe Variablen in Talet? Jetzt haben wir gesehen, wie man Variablen definiert. Jetzt möchte ich dir zeigen erstmal, wie man sie aus Talent extern ablegen kann. Zum Beispiel hier in unserem Fall werden wir es einfach in eine Datei legen. Und wie wir dann mit verschiedenen Fällen umgehen bei dem Lesen. Nämlich, wenn alle da sind, also alles gut ist. Wenn weniger da sind oder wenn mehr da sind, die aus der Datei kommen. Denn man geht ja vielleicht davon aus, dass wenn wir einen Job laufen lassen, dass wir da nicht jedes Mal vorher erst den Kontext rausschreiben, so wie wir es hier machen, sondern dass wir von irgendwo extern her Variablen laden und wenn da etwas fehlt, vielleicht der Job gar nicht funktionieren würde. Also schauen wir uns das mal hier in Talent an. Was habe ich gemacht? Ich habe hier eine setGlobalVar-Komponente verwendet, die ein Verzeichnis definiert, wo ich meinen Kontext, also meinen Variablen-Pfeil, hinschreiben möchte. So, und jetzt werde ich erstmal den unteren Subjob hier für einen Moment deaktivieren. Denn der Kontext, der jetzt hier vorhanden ist, nämlich diese vier Sachen, die ich da definiert habe in meinem Job, diese vier Variablen, die möchte ich jetzt erstmal mit dem Kontext Dump. Also ich mache nichts weiter, als den Kontext rauszuschreiben mit einem festen Schema, nämlich Key Value, in eine Datei ablegen. Und die liegt jetzt an dem Ort, den ich hier oben in diesem Parameter definiert habe. So, dann führen wir diesen Prozess, diesen Teil des Prozesses mal aus. Dann wird jetzt die externe Kontextdatei erzeugt. Die liegt jetzt hier und hat in diesen Inhalt. Da stehen jetzt hier die Variablen Namen, ein Semikolon und der Wert. Entschuldigung, hier zum Beispiel Y als Wert in der Variable drinnen. Das kann ich natürlich zum Beispiel ändern, indem ich da ein C eintrage. Und jetzt gehen wir mal zum Prozess. Wir werden den oberen Subjob hier deaktivieren, deactivate current Subjob. Und hier unten sagen wir activate current Subjob, den hier aktivieren. So, und jetzt würde ich in einem normalen Prozess, wo ich dann in der Folge halt nicht nur diese Variablen, sondern eben auch einen anderen Wert, nämlich zum Beispiel C jetzt statt Y verwenden wollen. Und das kann ich eben explizit tun, wenn ich hier dann wieder dieses Parameter-File lese und mit der Context-Load sozusagen den Kontext damit befülle. Und dann gibt es zwei Fälle, die auftreten können, nämlich zwei Abweichungen, also wenn eine Variable aus der Datei kommt, die nicht im Kontext ist, dann möchte ich nur eine Warnung ausgeben oder vielleicht sogar nur eine Info. Wenn aber eine Variable im Kontext ist, die nicht geladen wurde, ein Error und dann auch abbrechen. Jetzt im Moment sollte hier alles passen. Ich bekomme nur jetzt ein C für das, was in meinem Job als Y definiert ist. Also das, was von außerhalb kommt, überschreibt die lokalen Werte. So, jetzt aber die Sonderfälle. Wir gehen mal hierhin zurück. Also, wenn eine Variable geladen wird, die nicht im Kontext ist, nur eine Warning. Simulieren wir ganz einfach, indem wir hier sagen wow und dummy. So, speichern wir die Datei, führen den Job nochmal aus. Dann kümmert es Talent sozusagen nicht. Ja? Dann sagt es mir jetzt mal unten hier, es wurde diese war geladen und das ist ein neuer Parameter, aber da das nicht benutzt wird, ist das okay. Ja, halt einfach zu viel geladen. Wenn es aber jetzt andersrum ist, wenn der untere Fall hier eintritt, eine Variable ist im Kontext, wurde aber nicht geladen, weil ich vielleicht hier in meinem Job gar keinen Wert habe und den aber irgendwo brauche. Und mein Parameter-File aber so hier aussieht, dann würde Talent jetzt auf einen Fehler laufen. Und wir sagen, ups, kann ich nicht ausführen, mit dem, wie du es dir wünschst, weil dieses C-Character jetzt gar nicht aus der Datei kommt. Und das wäre auch in meinem Fall tatsächlich das gewünschte Ergebnis. Natürlich kann diese Zuordnung hier auch noch eine beliebige andere sein, aber das wird wahrscheinlich der normale Fall sein. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie liest man externe Variablen in Talent?